Ja, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem Infovideo hier auf meinem Kanal. Das ist, glaube ich, das erste dieses Jahr. Ich glaube, generell das erste Video in diesem Jahr, was hier auf meinem Kanal kommt. Ja, ich war sehr lange abwesend. Ja, ich will nur mal kurz drauf eingehen, warum, was da der Grund war und was, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Also ihr seht, ich bin wieder hier. Ne? Also ich produziere gerade ein Video und das heißt, ich bin jetzt nicht hier komplett weg von der Bildfläche. Es war einfach so, dass ich Ende letzten Jahres die Ereignisse bei mir überschlagen haben. Und zwar musste ich leider gezwungenermaßen meinen Arbeitgeber wechseln, weil mein Alter mich geärgert hat. Ich habe jetzt einen neuen Job angenommen. Das hat ein bisschen noch Vorbereitung gekostet. Ich bin jetzt wieder im Truckergewerbe tätig. Mache Verteilerverkehr mit einem kleinen 7,5 oder mit einem 12 Tonner, je nachdem, was gebraucht wird. Könnt ihr euch jetzt sicherlich vorstellen, dass wenn du sowieso einen ganzen Tag fährst, dass du dann nicht so großen Bock hast, hier noch im Simulator irgendwie was zu fahren. Beziehungsweise hatte ich ja sowieso dann ein bisschen Hardware-Probleme. Und ich hatte, glaube ich, Ende letzten Jahres auch gesagt oder angedeutet, dass wir vielleicht den Kanal dann ein bisschen flexibler gestalten und vielleicht einmal was anderes machen. Ja, der Punkt ist jetzt erreicht. Ich bin dann mit dem neuen Arbeitgeber auch umgezogen. Ich wohne zwar immer noch in Thüringen, aber halt ganz woanders. Ja, das hat alles dann sich noch in die Länge gezogen und ich habe mich hier ganz gut eingelebt. Ich wohne jetzt bei meiner Freundin, also wir haben jetzt endlich einen gemeinsamen Haushalt, nicht mehr wie früher. Gott sei Dank, endlich. Ich, wie gesagt, wohne jetzt bei ihr und wir sehen uns jetzt jeden Tag, ob wir das wollen oder nicht. wir haben jetzt letztes Wochenende, nee, vor 14 Tagen erst, haben wir den kleinen PC-Rahmen, den wir haben, uns neu eingerichtet, umgerichtet. Das ist halt, wenn du umziehst, ja, so ist sowas halt immer das Letzte. Hier standen noch Kisten rum und so. Und das hat sich jetzt alles ja übrig. Ich bin jetzt hier eingerichtet, wie ihr seht. Ja, von der Sache her kann ich jetzt mich wieder hier mein Hobby widmen, nämlich der Videoproduktion und der Simulation. Ja, ihr seht schon, dass es jetzt sich einiges ändern wird. Der Fahrplan für die nächsten oder für die nächste Zeit allgemein, ich will es gar nicht beschränken, der sieht jetzt wie folgt aus. Also grundsätzlich gibt es hier nicht mehr jeden Tag ein Video oder 6 Videos die Woche oder wie es damals war. Das wird sich jetzt alles ein bisschen, ja, da will ich mich einfach flexibler halten. Es kann halt einmal sein, dass ich halt mal keinen Bock habe hier, dass es mir zu warm ist, dass ich einfach keine Zeit habe, kann einmal passieren. Ja, aber wenn ich die Zeit habe, dann werde ich die hier rein investieren. Das kann mal passieren, dass vielleicht mal eine Woche Ruhe ist, es können auch mal 3 Tage hintereinander Videos kommen und dann wieder mal nichts. Also das ist ganz flexibel. Inhaltlich wird es darauf hinauslaufen, ja, was wir hier gerade sehen. Wir sind jetzt wieder in der Flugsimulation tätig. Ja, ihr wisst ja sicherlich, ich habe es ja damals schon beim Racksimulator immer mal erwähnt, dass ich das eine Zeit lang gemacht habe. Über den Microsoft Flight Simulator X war das damals, kurz FSX. Nur, dass ihr wisst, wenn ich von FSX rede, dann was das ist, Flight Simulator X. Den habe ich vor geraumer Zeit erstmal wieder installiert und rausgekramert und habe mich voller Vorfreude auf dem Release von diesem Flugsimulator hier, das ist der Microsoft Flight Simulator 2020, ihr habt sicherlich mal was davon gehört schon und gesehen, habe ich mich da im Prinzip wieder ein bisschen darauf vorbereitet, bin die Flugstunden im FSX durchgegangen und habe mir ein bisschen wieder so ein Wissen aus dem Hinterkopf wieder mal vorgeholt, wieder rausgekramert. Bin ja jetzt wieder, ja, will nicht sagen, wieder auf dem aktuellen Stand, aber es ist wieder ein bisschen was da. Ich weiß wieder so grob, wie es geht. Habe meine Hardware, meine alte, wieder rausgekramert. Da will ich euch auch gleich nochmal. Ach nee, das mache ich in einem separaten Video. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier Flugsimulator machen. Der Fahrplan sieht jetzt so aus. Ich werde mich dann wahrscheinlich jetzt gleich im Anschluss hinsetzen und werde die ersten Videos aufnehmen. Da geht es um die Flugschule. Das mal kurz zeigen darf, das wären höchstwahrscheinlich, so wie es hier aussieht, wären das 8 Videos wären. Ich werde jede Flugstunde oder jede Fluglektion werde ich ein Video machen. Auch da ist wieder klar, das spiegelt eigentlich dann auch Kanal wieder. Hier haben wir Flugdauer 8 Minuten. Ich meine, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, das können auch 10 oder 12 werden. Aber nur, dass ihr mal seht, 8 Minuten und ich glaube, hier habe ich schon mal reingeguckt. Da sind wir bei 24. Und so wird das auch generell dann auf dem Kanal ablaufen, worauf ich hinaus will. Die Videos werden immer unterschiedlich lang werden. Ich werde nicht mal hier so eine 30 Minuten da durchpacken oder plus minus 5 Minuten, sondern die Videos werden so lang, wie sie werden. Ich werde höchstwahrscheinlich, also das wird alles Video werden auf YouTube. Und dann werde ich
ja, dann bin ich mir nicht sicher, wie es weitergeht. Ob ich dann weiter Videos produziere oder ob ich dann vielleicht auch nach der Flugstunde eher so in den Livestream-Bereich gehe. Ich habe Anfang des Jahres, Januar war das, Februar, Januar, ich glaube Januar war das, ja, Januar, habe ich sehr viel gestreamt auf Twitch. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Oder war nicht da, hat es nicht interessiert. Es war auch Escape von Tarkov. Das ist vielleicht auch ein bisschen sehr fremdes. Das war ein Spiel, ich wollte es mal ausprobieren. War eigentlich auch ein wunderschönes Spiel von der Aufmachung her. Allerdings komplett anderes Thema. Ja, weiß nicht, ob das bei euch nicht so ankam oder ob ihr es nicht mitgekriegt habt. Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal, ist Schnee von gestern. Für die, die es interessiert hier, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe, glaube ich, auf YouTube, ich gucke nachher nochmal, habe ich auch meinen Twitch-Kanal hinterlegt. Ich will dann auch versuchen, kann ich auch nicht versprechen, ob ich das hinkriege, ob das funktioniert, vielleicht auch parallel dazu auf YouTube zu streamen. Also dass der quasi, dass der Stream, das soll wohl irgendwie gehen, dass der Stream auf beiden Plattformen übertragen wird. Aber das muss ich erst ausprobieren, das weiß ich noch nicht, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Falls das nicht funktioniert und ihr seht vielleicht mal länger nicht zu mir, müsst ihr wirklich mal auf Twitch gucken, vielleicht bin ich da gerade unterwegs und im Lüften. Ja, das ist so der Fahrplan. Hauptsächlich werde ich hier kleine Maschinen fliegen. Erstmal, ne, ich werde jetzt erstmal mich auf die, das ist hier glaube ich alles mit der, das hier auch die Cessna 152, ja, ist auch mit der 152, ja, ich werde dann wahrscheinlich, wenn ich selber fliege, hier freien Flug mache, muss ich ja mal gucken, ob ich dann vielleicht doch auf die nächstgrößere umschwenke, auf die 172, die hat ein bisschen mehr Wumms, ja, die haben 107 Knoten Reisegeschwindigkeit, die 124, wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, dann auf die zu schwenken, beziehungsweise dann auch mal auf die Grand Caravan, das ist so mein Ziel, es wären so die Flugzeuge sein, die wir erstmal fliegen. Ja, ansonsten können wir vielleicht einmal ein anderes Flugzeug ausprobieren. Die Turboprops und die mehrmotorigen. Ja, das sind jetzt zum Beispiel Turboprops. Ach, das ist ja die Grand Caravan schon. Haha, na gut, darauf wollte ich eigentlich warten, bis mein Jog da ist, aber naja, gut. Ist egal. Ja, das ist so der Fahrplan. Wie gesagt, Flugschule auf jeden Fall in Form von Videos. Vielleicht werde ich dann auch aus den Streams heraus Videos machen. Müssen wir mal sehen. Mal gucken. Ich weiß eigentlich, im FSX gab es damals die Funktion der Wiederholung. Da konntest du deinen ganzen Flug nochmal angucken. Da wurde der ganze Flug im Prinzip aufgezeichnet. Und du konntest in dieser Wiederholung auch die Kameraperspektiven wechseln. Das war natürlich wunderbar für Leute wie mich, die jetzt gerne mal Videos machen. Ja, damals habe ich keine Videos gemacht. Heute mache ich Videos. Jetzt wird es wahrscheinlich die Funktion nicht mehr geben. Keine Ahnung. Muss ich dann mal gucken. Vielleicht gibt es da eine Option oder irgendwas. Ja, ansonsten will ich euch jetzt gar nicht weiter hier von irgendwas abhalten. Nur, dass ihr mal so wisst, das war jetzt so ein Statement zu mir oder von mir, zu mir und zu meinem Kanal, ja, für meine Abonnenten mehr oder weniger. Ich werde jetzt demnächst jetzt noch ein Video machen, wo ich auch noch ein bisschen rumlaber und da gehe ich dann mehr auf den FS20 ein, auf den und auf meine Hardware und wie ich mir das alles so vorstelle. Ja, wenn es euch bisher gefallen hat, wenn euch das kleine Überraschungs-Info-Video gefallen hat und ihr wieder dabei seid, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen, abonniert, kommentiert, wie es das Zeug hält. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.